Hey ho, Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück bei Flav Games. Heute melde ich mich nochmal zurück mit This War of Mine. Und ich bin jetzt Tag 30 und wie ihr seht, es geht ganz schön zur Sache. Roman hat gegen Sveta gekämpft. Ja, und wir wurden auch noch ausgeplündert. Oh, ja. So, der Bruder war auf Achse und hat hier ordentlich Nahrungsmittel und Gerätschaften besorgt für uns. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es war eine ziemlich zähe Gruppe. Bloß wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Super. So, und die beiden hier, Roman und Sveta, haben sich verprügelt die Nacht. Ich wollte euch jetzt das nochmal zeigen. Da ich ja euch beim letzten Mal den ersten Tag nur gezeigt habe, wollte ich euch mal zeigen, wie weit ich jetzt hier bin. Was ich jetzt alles schon machen kann oder was ich gebaut habe. Und das zeige ich euch jetzt kurz, indem ich hier mal mit Bruno, der hungrig, schwer krank, leicht verletzt, deprimiert und müde ist, also im Endeffekt alles hat, was man so haben kann, geht jetzt mal schnell an unsere wunderschöne Werkbank und da sehen wir, wir können halt diese üblichen Sachen bauen. Neu dazugekommen ist die Gitarre und dieser Sessel. Hier unten können wir noch Kräutergarten können wir bauen, Kräuterwerkstatt, ein Kräutergarten, wo wir dann halt auch Medikamente, Zigaretten und solches Dings machen können. Hier haben wir eine Rattenfalle und das Übliche an Verbrauchsgegenständen. Hier drüben habe ich meine Werkbank gebaut. Die habe ich auch schon mal ein wenig aufgerüstet. Wir können jetzt hier auch noch eine Säge bauen, um irgendwelche Metalltüren zu öffnen. Ein Hackebeil, was sehr gut ist. Damit kann man Möbel zerkleinern. Und kann natürlich daraus halt wertvolles Brennmaterial bekommen. Und hier unten haben wir jetzt eine größere Reihe an Waffen, die wir bauen können. Eine von diesen Waffen besitze ich schon. Ich könnte jetzt auch eine zweite bauen. Hier fehlen mir noch die Teile dafür. Also dieses zerbrochene Gewehr und für diesen Stahlhelm brauche ich halt einen kaputten Stahlhelm, um diesen bauen zu können. Hier nebenan habe ich halt schon mal einen Kräutergarten gebaut. Ein klein und das sind jetzt die Sachen, die ich dort herstellen kann. Ne? Basisausstattung. Man kann ja wie gesagt jedes der Gerätschaften nochmal upgraden und daraus etwas Besonderes machen. Hier können wir halt Bandagen machen, Zigaretten können wir herstellen, Kräutermedizin. Dazu steht halt auch immer wieder, was benötigt wird. Ja, eigentlich alles sehr gut und hier drüben habe ich meine Distillerie hingestellt, wo ich halt ein wenig Alkohol machen kann. Aus Zucker, Wasser und Feuer. Hier unten, wie gesagt, ihr seht, es ist minus 5 Grad in der Hütte. Hier unten ist unsere Feuerstelle. Und der Bruno ist schwer krank. Und er sollte sich jetzt erstmal ins Bett legen. Der Roman, der macht nichts mehr. Der ist halt am Boden zerstört und irgendwie, wenn er am Boden zerstört ist, kann ich mit ihm nichts machen. Die andere hat sich jetzt auch ins Bett gelegt, schwer krank. Ich denke mal, hier werden einige sterben. Beziehungsweise lasse ich mal Bruno hier mal noch ein Feuerchen machen. Weil minus 5 Grad ist echt schon ziemlich kalt und da heizt man ordentlich rein. Und wir sehen schon da oben, jetzt sind es minus 3 Grad, minus 2. Es ist nicht gut, es wird nicht besser, aber irgendwie muss man sich ja im Winter zu helfen wissen. Ich habe jetzt schon die großen Flächen, wie ihr seht, schon mit Brettern vernagelt. Also das läuft ordentlich. Ich habe hier auch ein paar Schränke schon zusammengehauen, die jetzt natürlich nicht mehr da sind. Hier oben ist auch schon alles dicht. Hier draußen ist jetzt eine Neuerung im Winter. Da kann man Schnee schippen. Nicht um den Weg frei zu halten, sondern einfach, um daraus dann Wasser zu filtern. Weil Wasser ist halt wichtig. Wird benötigt zum Kochen, zu allem. Eigentlich zu allem braucht man Wasser. Und das ist sehr gut. Jetzt haben wir hier unten vergessen, die Tür zuzumachen. Aber gut, wir haben es jetzt geschafft, wenigstens auf 5 Grad zu kommen und hoffen halt, dass der Winter nicht ganz so streng wird. Und unser Roman halt, ich kann mit ihm halt nichts mehr machen. Ja, er ist halt am Boden zerstört. Ich habe in der Zeit, wo ich gespielt habe, wie gesagt, ihr seht, ich bin Tag 30. Ich habe sehr viel erlebt. Es sind einige Leute zu mir gekommen. Zwei sind gestorben. Durch Scharfschützen. Der eine
Voirie hat sich auch geprügelt mit Bruno, glaube ich, war das. Man denkt an nichts Schlimmes, zack, und in der nächsten Nacht ist er mit meinen ganzen Vorräten, die habe ich mir ja wieder neu zusammengeholt, hat er sich alle meine Vorräte geschnappt und hat sich verdünnisiert, und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Das Ding ist halt auch, es ist klar, umso schwieriger die Tage werden, umso schwieriger wird es miteinander oder das untereinander der Bevölkerung. Hier können wir doch schauen, jeder macht so sein Tagebuch, ne? Was man denn alles so nachlesen kann, was die über diese Tage halten, die sie hatten. Ne? Eigentlich sehr gut gemacht, und es ist immer noch gut. Ich kann jetzt so nicht viel machen. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen was bauen. Aber leider, die ist halt schwer krank. Die muss sich natürlich erholen. Ne? Die schreibt auch ihre Biografie. Die ist noch gar nicht so lange da. Die ist, glaube ich, erst 4, 5 Tage da. Ich habe es einfach aufgenommen, weil es ist doch besser, wenn man ein paar mehrere Leute hat, die denn, wenn man nachts auf Raubzug geht, die denn die Hütte bewachen. Und mit Pistole, wir können mal schauen in unsere Sachen, was wir hier haben. Sehen wir, wir haben sehr viel, aber doch, da ist er. Da ist meine Pistole, aber ich habe, glaube ich, keine Munition mehr. Die könnte ich entweder selber herstellen oder ich finde Munition oder kann es eintauschen. Ich glaube, ich habe keine mehr, aber so eine Waffe ist auch schon immer gut, einfach mal so hinzuhalten, und das schreckt die meisten auch schon ab, obwohl es dann hier auch Situationen gibt, wo Krieg ausbricht oder vermehrt Banditen unterwegs sind. Und solche Situationen hatte ich auch schon. Ich habe es nicht aufgenommen, weil ich ja nicht wusste, dass euch das alles so sehr gefällt. Deswegen mache ich das jetzt hier nochmal am Tag 30, um euch nochmal ein bisschen was zu zeigen, was denn hier alles so gemacht werden kann. Ich habe hier auch einen Sessel hingestellt, und ihr seht, hier schneit es von irgendwo, schneit es rein, schneit es runter. Das müssen wir in den Griff bekommen. Hier unten haben wir auch ein Radio. Ich kann da halt jetzt leider nicht hin, weil ich möchte die gerne sich ausruhen lassen, und der Roman, der macht nichts, der ist am Boden zerstört, der einfach nichts war. So, jetzt beginnt gleich die Nacht. Ihr seht es da oben, das blinkt denn immer schon rot. Ab 8 Uhr PM beginnt die Nacht. Dann unterbreche ich kurz die Aufnahme, weil ich weiß nicht, ob sich das Spiel denn sonst wieder aufhängt, aber ich bin rechtzeitig zur Nacht, wenn wir auf unseren Raubzug gehen, bin ich rechtzeitig wieder da, damit wir auch nichts verpassen und hoffen, dass das alles gut geht, was wir hier so betreiben an Spielereien. So, jetzt suchen wir uns so aus, und ihr seht auch hier, hier hat sich auch einiges getan. Es ist sehr vieles Neues dazugekommen. Und diese Dinge, die so grau hinterlegt sind, können wir wegen Schnee nicht dorthin gelangen. Das heißt, da könnt ihr zum Beispiel noch eine Menge an Futter sein oder so, aber wir kommen da halt nicht hin durch den Schnee. Hier oben ist eine von uns gestorben. Supermarkt war ganz interessant zu sehen. Gut, ich schaue mir das mal an. Mit wem gehe ich jetzt plündern? Ich weiß es nicht. Wache stehen, und ach, mit dir kann ich nicht plündern gehen, weil gut. Okay, also ich gehe mit dem Bruno plündern. Wir hören uns. Bis gleich. So, da bin ich wieder, und es ist jetzt, wie gesagt, in der Nacht, und wir gehen auf Raubzug. Oh, der Bruno, der schwer krank, allmächtig, wie er sich hier durch die Gegend schleppt. Ich hoffe, wir haben jetzt hier keine Gegner in diesem Haus. Das wäre sehr unvorteilhaft. Ich hoffe, hier gibt es auch noch was zu finden. Ich war ja schon mal hier gewesen. Und da war, 3 Leute waren da gewesen, aber die waren, komischerweise sehr friedlich zu mir. Also die haben mir nichts getan oder sonstiges. Das fand ich sehr gut. Und wir plündern jetzt einfach erstmal wieder, was das Zeug hält. Und haben da Düngemittel und irgendwelche elektrischen Teile. Und wir müssen halt schauen. Oh, das ist sehr wichtig. Die Waffenteile, damit wir dann halt auch Waffen wieder zusammenbauen können. Ist eigentlich sehr wichtig, aber eigentlich ist auch erstmal Brennholz wichtig. Ich habe jetzt nur das Brecheisen mitgenommen. Und hier, das sind diese Patronenhülsen, mit denen ich dann mit diesem Schießpulver mir selbst Patronen herstellen kann.
Das ist natürlich sehr schön, dass ich das jetzt gefunden habe. Und dann kann ich mir nämlich nachher noch Patronen herstellen. Weil es wird nämlich nicht immer so sein, dass wir glimpflich beim Überfall davon kommen. Hier oben haben wir halt auch wieder die Zeit. Wasser, Zucker, alles mitnehmen. So, hier oben haben wir halt auch wieder die Zeit stehen. Wie viel Zeit wir noch haben. Ich habe bis jetzt noch nicht die ganze Zeit aufgebraucht. Einfach aus dem Grund, dass einfach der Rucksack zu klein ist. Ich weiß halt bloß noch nicht, wie ich an einen größeren Rucksack gelangen täte. Oder gelangen tue. Aber irgendwie werde ich auch das noch herausfinden. Vielleicht kann man den sich auch zusammenbasteln. So, was haben wir jetzt noch hier? Das können wir mitnehmen, das können wir noch alles mitnehmen, weil wir das schon im Rucksack haben. Haben wir das auch mal durchsucht. Jetzt gucken wir da noch in das Lagerräumchen rein. In diesen kleinen Container. Und schau mal, was uns hier schönes erwartet. Düngemittel. Und nochmal Material rein. Gut. Kann man alles mitnehmen. Kann man alles gebrauchen. Und ihr seht schon, der schleppt sich hier hin. Das ist natürlich dann, wenn es hart auf hart kommt, ist es natürlich sehr schlecht, weil er kann sich kaum verteidigen. Das ist doof. Bloß Medikamente zu finden, wenn ich nicht ins Krankenhaus komme, ist halt natürlich auch sehr schwierig. Deswegen muss ich hoffen, dass sie die Nächte einfach überleben. Oder halt auch nicht. Also, das ist immer so eine 50-50-Chance. Wenn sie sich nicht selbst verprügeln oder einfach das Weite suchen oder sich erholen, dann kann es halt auch einfach sein, dass sie am nächsten Tag einfach nicht mehr aufstehen. Was wir jetzt aber halt natürlich nicht hoffen, dass uns das passiert. So, ich habe jetzt die oberste Etage, die obere und die mittlere eigentlich so gut geplündert. Der Rucksack ist voll, das sind sehr wichtige Dinge. Und ich werde mich zum Ausgang begeben. Und dann war es das auch schon wieder für die Nacht. Mehr passiert da erstmal nicht. Es ist auch keiner hier, Gott sei Dank. Aber es ist halt, wie ihr seht, tiefster Winter. Und wer möchte da schon draußen sein? Gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, hier zuzuschauen bei Das war auf Main. Wenn ihr wirklich weitere Folgen sehen wollt oder es euch echt gefällt, dann hinterlasst mir einen Kommentar, lasst einen Daumen nach oben und dann werden wir sehen, was passiert. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit und einen schönen ersten Advent. Ade!